Das nächste Spiel ist ein Spiel, das ich für die Wii U, glaube ich, besitze. Ursprünglich. Aber jetzt für den PC halt auch. Und für den PC gucken wir einfach mal rein und gehen nicht auf die Shopseite. Nee, nicht VR. Ganz normal, bitte. Die Spiel nennt sich Wet Out. Wet Out Enhanced Edition. Race faster than ever. Ein Spiel, das ein bisschen... Ach, guck mal, wie das... 34 Big Things. Das hatten wir doch jetzt schon mal. Irgendwann heute. Ein Spiel, das ein bisschen ist wie F-Zero. Wo du halt dann irgendwelche Space Gleiter spielst, mit denen du dann Rennen fährst und so. Ja, wir spielen jetzt hier schon wieder ein Rennspiel. Lichtempfindlichkeitswarnung habe ich nicht. Aber für euch vielleicht wichtig. So. Beliebige Taste zum Starten. Geht das nicht mit Controller? Hm. Ich bin nicht im Spiel, deswegen. Warte. Ja. So. Optionen. Das ist Doppelung, Quanti, Steuerkonfiguration. Ja, passt schon. So. Wir starten einfach mal Karriere. Congratulations on entering the Solar Red Hat Racing League, Rookie. Your first ship will be sponsored. You may purchase the others by winning races. Okay. Unser erstes Schiff kriegen wir gratis. Da ist auch irgendwas mit DLC. Okay. Ich glaube, ich nehme das hier. Das erinnert mich an eins aus Star Wars Pod Racer. The carrying is hard to tame and very fragile. But it's tremendously fast. Ja, ja, nehme ich. You are now ready to race. Select an event from the next event menu. Okay. Das ist Event, ja, passt schon. Nehme ich. Willkommenszeitrennen. Kalima Sonntagsrennen. Immer das Zeitrennen. Rennen starten. Ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung ist, aber ich werde mich hier durchfuchsen. Wahrscheinlich RT und fertig. Glaube ich. Bitte warten. Beliebigen Knopf habe ich. 3, 2, 1, go! Wow, okay. Das hat ja ein interessantes Handling, das ging. In Redout kannst du dein Schiff seitlich bewegen. Neigung. Mit der Lenkung ist diese Steuerung überlebenswichtig, wenn du in Engelkurven oder Schikanen gehst. Okay. Okay. Wow. Okay, damit kann man schon ganz anders ohne Kurven. Und es ist ein bisschen wie Podracer tatsächlich. Beziehungsweise F-Zero hatte das auch, dass dein Auto halt dann irgendwann kaputt geht. Aber bei Podracer, bei Star Wars Podracer war das auch so, dass deine Teile halt, dein Triebwerk halt links und rechts irgendwie kaputt gehen. Lenksteuerung, okay, so. Ich muss hier irgendwas für die Gesundheit tun. Husten ist schon mal ein guter Anfang. So, wie heile ich mich? Kann ich mich überhaupt heilen? Ups. Da ist ein Boost, okay. Höhenintegrität kaputt. Okay, das ist auch Boost. Das ist andere Kamera. Das ist auch andere Kamera. Okay, das ist cool.
habe ich zwar weniger Kontrolle darüber, was ist jetzt eigentlich wo. Aber. Oh Gott. Das sind VR, hä? PlayStation und dann VR. Ein VR-Rennspiel für mich. Gut, oder? Ich bin voll gut. Ich bin noch nicht wieder kaputt gegangen. Finish. New record. Okay. Congratulations. Silver medal awarded. Warum denn nur Silber? Was hätte ich denn erreichen müssen? Ach komm, die 3 Sekunden. Okay. So, lass mal ein Rennen fahren gegen andere. Falls das jetzt geht. 5 Gegner, 2 Runden. 3, 2, 1, go! Ich bin hier gerade, ne, schon so ein bisschen sehr drin. Es lenkt sich gut, es ist... Wenn du hier mit in die Kurve gehen kannst, das ist schon... Schneller als je zuvor! Wurst, da ist Wurst! Aufpassen, auch nicht, dass ich hier ganz kaputt schramme. Nein, ich glaube, ich werde nicht schneller als Wurst, oder? Ich glaube, Wurst ist einfach zu schnell für mich. Geholt. Mal gucken, für wie lange. Nicht sehr lange. Schramm einfach überall gegen, in der Hoffnung, schneller zu sein. Das ist zu schnell für mich. Nein. New record. Congratulations. Silver medal awarded. Na, immerhin Silber. Immerhin bin ich Zweiter. Yay. Ja, okay. Nächstes Event. Was haben wir da jetzt noch? Oh, guck mal, es sind sogar neue freigeschaltet worden. Machen wir mal Kamsim Swing Rennen.
Mal gucken. Andere Musik. 3, 2, 1, go! Nicht kaputt schrammen. Nein, nein. Wow, ich habe die Strecke nicht mehr gesehen. Ach, so hätte ich dann wieder hochhängen müssen. Fast kaputt. Ja. Also das mit X, das war wohl nix. Irgendwo runtergefallen. Und schon mal hier auf dem 5. Platz. Wer bremst, verliert und so, ne? Oh, schon vorbei. Wieder auf dem 2. Platz. Oh. Congratulations. Silver Medal awarded. Besser als Silber wird's halt nicht bei mir heute. Power Ups freigeschaltet. Chris, heftig. Gucken wir mal. Nein, ich will nicht die aktuelle Saison beenden. Ich will... Das hier, ist das Last Man Standing. Aber da oben habe ich noch das da. Das hier werde ich sowieso nicht schaffen. Weil ich bin nicht Last Man Standing. Da Power-Ups da. Here you can purchase and install power-ups on your ship. Okay. EMP-Stoß. Energieentzugsgerät. Wenn der Gegner wütend ist, löse dieses Power-Up aus, um ihm Energie zu entziehen. EPSS. Besseres Schutzschildsystem absorbiert Schaden von Kollisionen, wehrt Energieentzug und den Effekt von EMP-Schockwellen ab. Zusätzlicher Magnetgrip. Überlädt dein magnetisches Stabilisationssystem, dadurch erhältst du unglaublich magnetischen Grip und eine tolle Handhabung. Nach einem Upgrade erhältst du einen kleinen Geschwindigkeitsboost. Verbraucht deinen ganzen Energiepool für einen einzigen mächtigen Turbo-Boost. Verwende Energie, um dein Schiff zu reparieren. Okay. Was haben wir bei Passiv? Energieaufladung und Turbo-Boost verbessern. Höchstgeschwindigkeit zum Beschleunigungsboost. Das klingt gut. Fürs Erste. So. Und das andere. Warte, warte, warte. Aktiv machen wir diese Heilung. So. Okay. Zeit drin, ihr ja, 3 Runden. 3, 2, 1, go! Eine Strecke, die ich jetzt so noch nicht kenne. Aber wir lernen sie kennen. Wenn ich jetzt meine Energie zum Reparieren.
Heute ist der Sprung aller Zeiten. Mit X, das wird nix. So, das kann ich so weitermachen. Ich habe jetzt noch nicht verstanden, wie ich repariere. Aber. Jetzt muss ich mit Backpack rumzufahren. Prüfen. Nicht kaputt gegangen. Juhu. So, weiter wahrscheinlich nicht für Platz 1. Ne, dafür hätte ich wieder eine Sekunde mehr sein müssen. Moin, habe dein Let's Play gesehen von WoW auf dem Privatserver. Hast du vor, das nochmal mit einer anderen Klasse zu machen? Wäre nice. Nein, habe ich erstmal nicht vor. Definitiv nicht. So, ich würde sagen, ein Rennen machen wir noch. Probieren wir mal Last Man Standing. Das wird zwar sowieso nichts, aber wenn ich wage, der kann auch deinstallieren. Hey, geh mir mal aus dem Weg, Jungs. Die wir eben hatten. Ne? Nur halt jetzt als Last Man Standing Version. Und andere Musik. Und schon fast kaputt. Like a Mount. Okay. Ich war zu hoch hinaus. Und ich bin als erstes rausgeflogen. Okay, also es gibt maximales. Eine maximale Höhe quasi. Oh, nee, weiß Bescheid. Ist gut, da ich keinen Führerschein habe. Aber mein Pilotenlevel ist gestiegen. Cool. Okay, also. Ich würde sagen. Das ist ein cooles Spiel, das kann man auch online spielen. Hat auch einen Splitscreen. Grundsätzlich nie verkehrt. Aber ja, ich würde sagen, für Wetout haben wir jetzt hier auch schon genug reingeschnuppert. Das ist ein cooles Rennspiel. Gefällt mir sehr. Und kann ich durchaus empfehlen, wenn man so Spiele mag, wie zum Beispiel F-Zero. So, ich würde sagen, dann gucken wir jetzt heute noch in ein Spiel rein. Und dann machen wir auch Schicht im Schacht. Weil sonst wird es tatsächlich halt zu spät. Warte. Ja, nehmen wir das. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber wir nehmen es. So, warte, lass mich kurz hier wieder abändern. Zack, da. Und hier. Und dann starten wir das. In der Hoffnung, das braucht jetzt nicht auch wieder eine Ewigkeit, bis alles geladen ist.